Hallo. Glaubt mir, wenn Menschen, die YouTube-Videos drehen, sagen, dass sie irgendwie aus der Übung sind oder das nicht mehr können, ist das keine Phrase. Denn ich bin ehrlich gesagt gerade etwas überfordert und auch total aufgeregt. Was völlig irrational ist, denn ich kann das ja jederzeit alles rausschneiden. Also ich könnte das Video gar nicht hochladen. Also von daher, wie gesagt, irrational gerade. Ja. Ich bin aufgeregt, also ich glaube mehr wegen des Videos als wegen der Sache. Ihr wisst ja, um was es geht. Ich nehme euch wieder mit, denn ich hänge büchermäßig, beziehungsweise was mein Lesevorhaben angeht, ganz schön hinterher. Und da ich mein Marathon, mein Riesenprojekt, Großprojekt dieses Jahr jetzt morgen wahrscheinlich dann beenden kann, dachte ich, es wird Zeit für neue Bücher, obwohl ich trotzdem ein schlechtes Gewissen habe, weil ich eigentlich mir gewisse Voraussetzungen gestellt habe, die eintreffen müssen, damit ich Bücher bestellen kann. Aber naja, wie es dann manchmal so ist, habe ich es trotzdem getan. Und ich habe das Gefühl, ich hänge die ganze Zeit wie so ein Fragezeichen. Das ist auch nicht gesund. Ich wollte euch eigentlich wieder diese schöne obendrauf mit Reinguck-Perspektive machen, aber irgendwie habe ich es nicht hinbekommen. Wie gesagt, keine Ahnung mehr von dem, was ich mache. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie man sich schminkt. Das ist alles viel komplizierter, damit es nicht komplett scheiße aussieht. Wie dem auch sei, mir ist jetzt schon warm. Und was haben wir noch? Ach so, ja, das Licht ist scheiße, aber da kann ich gerade nichts dafür. Ich habe die Softbox aufgestellt, aber wie man hier hübsch an diesen Schatten erkennen kann, die Sonne verschwindet gerade hinter den Häusern und deshalb macht sie komische Sachen mit dem Bild und mit mir und mit uns. Und ja, ich habe gesehen, dass man jetzt so Kapitel quasi in sein Video einfügen kann und ihr dementsprechend euch das ganze Vorgelaber ersparen könnt. Ich werde das vielleicht mal versuchen für dieses Video. Ich weiß nicht, ob ich das dauerhaft mache, da es mir doch recht aufwendig erscheint. Aber ja, das gleiche Prozedere wie so oft. Ich zeige euch noch ein anderes Buch, bevor wir in die Kiste reingucken, die ich euch noch gar nicht gezeigt habe. Sie war nur auf dem Thumbnail zu sehen. Ich habe den SS-Gönny von der Straße weg adoptiert, also mein Jahrhundert. Und ich glaube, da geht es um ja, verschiedene Geschichten aus dem ganzen 20. Jahrhundert von verschiedenen Menschen und ja, jeweils deren Zeit repräsentierend. Und das klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, ich habe es halt von der Straße gerettet und sonst hätte ich es jetzt vielleicht nicht bestellt oder mir ausgesucht, weil mein letztes Grassbuch ja eher so ein Reinfall war. Und ich deshalb so ein bisschen pissig war und gar keine Lust mehr hatte, irgendwas von ihm zu lesen. Aber ja, in der Not frisst der Teufel und so, man weiß es ja. Alles Mögliche, auch SS-Gunnis. Und dieser hässliche Sticker hier, ja, war wohl schon mal ein Secondhand-Buch, ich weiß es nicht. Ich muss das irgendwie mit dem Schwamm abreiben, weil so, wie man sieht, habe ich es nicht abbekommen. Und bevor ich mir die Finger abbreche, ja, nicht nur die Fingernägel, sondern auch die Finger, ja, versuche ich es dann doch lieber so. Jedenfalls, ja, das ist Nummer eins. Und jetzt zum eigentlichen Paket, was schwer genug ist, aber nicht so groß wie die letzten, obwohl ich ähnlich viele Bücher bestellt habe. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass es nicht so viele oder gar keine Wälzer sind. Ich kann es trotzdem nicht lange so halten. Moment, ich hab ein Knie. Also, ich bin diesmal noch ein bisschen gespannter. Erstens haben wir oft das Problem, dass irgendwas nicht mitkommt, dafür irgendwas ganz anderes mitkommen kann. Mal gucken, ob das wieder passiert. Zweitens, ihr könnt das gar nicht sehen, was ich hier mache. Zweitens, normalerweise kann man, wenn man die Bestellbestätigung per Mail quasi bekommt, sehen, welche Ausgaben man erhalten wird, auch wenn man das vorher beim Kaufen nicht gesehen hat. Das war diesmal nicht der Fall, deshalb weiß ich teilweise gar nicht, welche Ausgaben drin sind. Und ich kann euch jetzt schon sagen, dass ich pisst bin, weil ich bestimmt schon zum fünften, sechsten Mal wieder den Atto, beziehungsweise einen Atto, rausgeschmissen habe, ob des Preises und ja. Ich ärgere mich sehr darüber. Ansonsten sind da, glaube ich, ein paar ganz nette Sachen drin. Vor allen Dingen etwas für zwischendurch und bekanntere Sachen, unbekanntere Sachen. Ja, Sachen, die ich schon länger haben will. Und ja, darauf gehe ich einfach im Einzelnen ein. Und jetzt öffnen wir das Ding vielleicht mal. Und ich weiß nicht, ob die Fettflecke von mir sind, die man gerade in der Kamera sieht. Aber ich, keine Ahnung. Ich habe mich mit Sonnencreme eingesprüht, bevor ich losgegangen bin. Und so vielleicht das Paket kontaminiert. Schmerzen. So sah es aus, als ich reingeschaut habe. Also das Packmaterial hat ein Buch ausgelassen und deshalb habe ich gerade schon wieder freudig aufgequiekt. Ja, und ansonsten. Kommt das erstmal weg. Und dann greife ich wie immer blind rein, bis auf das eine Buch, was ich jetzt schon gesehen habe.
Und dabei handelt es sich um den Roman Die Kinder der Toten von Elfriede Jelinek. Und ich habe tatsächlich noch nie was von ihr gelesen. Und das ist, ja, sehr schändlich, wie ich weiß. Also ich wusste, dass sie existiert, aber man vergisst ja Leute manchmal wieder, wenn man nicht immer, ja, wenn sie nicht mal erwähnt werden. Und tatsächlich bei Setz, ich glaube, in dem anderen Buch, was ich las, kam das Buch hier vor, dass es sehr großartig sein soll. Und deshalb dachte ich, ach ja, da war ja was, solltest du mal dringend tun. Und deshalb kam das mit. Ich bin sehr, sehr gespannt, da der Stil recht eigen sein soll und die Story soll auch ziemlich abgefahren sein und irgendwie trashig. Es klang jedenfalls so, dass es mir sehr zusagen könnte. Vielleicht finde ich es auch ganz schrecklich. Wie gesagt, ich kenne halt ihren Schreibstil und alles gar nicht. Ein ganz kleines Winzbüchlein und wer hätte es gedacht, es ist auch wieder die gute Frau Müller dabei. Diesmal mit drückender Tango-Erzählung. Und hier weiß ich nicht, ob ich nicht die Erzählung schon habe, weil... ja, also ich weiß nicht, ob das einfach eine Sammlung aus anderen Erzählungsbänden ist oder nicht. Das werde ich erfahren. Jedenfalls finde ich das ganz süß. Es sind ganz wenige Seiten, es sind wenige Erzählungen und ich glaube, es sind auch nur 2 oder 3. Ich hoffe sehr, dass ich sie noch nicht gelesen habe. Wenn doch, dann ja, habe ich noch was anderes von Hertha Müller da drin. Ich bin mir ziemlich sicher, wie immer. Also nicht, dass ich mir ziemlich sicher bin, sondern dass ich noch was von Hertha Müller im Paket habe. Das will ich nur mal klarstellen. Ich bin mir meistens nur sicher darüber, dass ich mir nicht sicher bin. Und so auch in diesem Falle, das stand schon ziemlich lang auf meiner Merken-Wunschliste bei Rebuy. Ich werde den Nachnamen nicht aussprechen können. Tagebuch einer Schizophrenen, hier lest den Namen selbst. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich darauf gestoßen bin. Muss irgendwas sehr, vielleicht psychologische Fachliteratur, medizinische Fachliteratur, wie gesagt, ist schon etwas länger her. Jedenfalls, ja... ist das relativ rar, also im Vergleich zu anderen Büchern. Und deshalb war ich sehr froh, dass es jetzt da war, weil ich glaube, es war vorher auch nie da gewesen, dass ich es hätte kaufen können. Es ist auch nicht besonders dick. Was soll ich zum Inhalt sagen? Ich denke, der ist selbsterklärend. Ja, und dafür war es gar nicht mal so billig, dafür, dass es nicht so dick ist. Aber ich wollte es unbedingt lesen. Und jetzt sehe ich hier 2 Sachen, die komplett gegensätzlich sind vom Ding her. Ich nehme mal das, was vielleicht viele Leute kennen, einige bestimmt auch schon gelesen haben. Darüber hat mich tatsächlich Goodreads stolpern lassen. Der Trafikant von Robert Seethaler, ein relativ aktuelles, bekanntes Buch. Und das hat einen blauen Schnitt, sowas hatte ich ja noch nie. Sieht gerade ganz schön grell aus. Ja, hat mich halt interessiert, weil es da unter anderem um Freud geht in Wien der 30er Jahre. Wien... Freud, den ich gerne lese, wenn ich mich aufregen will, zum Beispiel. Gute Sache das. Ich bin gespannt darauf, ob mir das zu trivial literaturig ist oder ob ich es tatsächlich gut finde. Ja, das ganze Cover finde ich jedenfalls ziemlich gut, obwohl ich von dem grellen Blau nicht so überzeugt bin. Aber das sieht ja niemand. Und ja, wie gesagt, gegenteilig. Mal wieder ein Max-Gold-Buch. Ich habe so lange kein neues Max-Gold-Buch mehr gelesen und wahrscheinlich ist das in dem Moment eine Lüge, wo ich sage, weil ich in letzter Zeit schon mal eins bestellt habe. Aber ich habe immer noch nicht alle Kolumnenbücher von Max Gold und das ist ein Buch namens Zimbo. Sie werden kaum ertragen, was ihnen mitgeteilt wird. Ja, das ist wieder typisch Max Gold. Texte 2007 bis 2008, einer von 2006, 4 von 2009. Ja, ich nehme an Kolumnen vielleicht auch nicht und ich glaube, dass ich davon vielleicht schon einige gehört habe, da ich zu dieser Zeit ungefähr, es war gerade ein anderes Buch, was damals rauskam, auf einer Lesung war und das war sehr schön und unterhaltsam und ich und mein Begleiter haben damals auch sehr den Altersdurchschnitt gedrückt, was mich so ein bisschen gewundert hat. Spezieller Humor muss man mögen, ich mag ihn und kann ich nur empfehlen, wenn man für sowas Schönes, Auflockerndes für zwischendurch will, was aber nicht stumpf ist und nicht blöd ist, sondern es ist ein sehr intelligenter Humor, sonst würde er mir nicht gefallen. Und das klingt auch schon wieder total überheblich, aber ich lasse es jetzt einfach mal nicht weiter kommentiert so stehen. Jetzt muss ich das andere Buch da oben runterholen. Ich werde es nicht machen, da ich die französischen Titel eh nicht aussprechen kann. Ich habe vor ziemlich langer Zeit Betty Blue gelesen und gesehen von Philippe Gian. Philippe Gian? Ist das richtig? Ich hoffe. Jedenfalls habe ich nachdem nie wieder was von ihm gelesen und ich weiß auch gar nicht, ob mir das Buch so gefallen hat. Es hat jedenfalls einen gewissen Erinnerungswert und irgendwie fiel er mir dann auch immer wieder mal zwischendurch ein, dass es den ja auch noch gibt. Und ich wollte mal gucken, was er noch so geschrieben hat. Und ja, die Bücher waren recht gut verfügbar und deshalb habe ich mir einmal Verraten und Verkauft bestellt. Und noch ein anderes, hier ist es, Rückgrat. Also er hat sehr viele Romane geschrieben und die klangen jetzt für mich so ad hoc am interessantesten. Ich will jetzt nicht den Klappentext lesen, weil das könnt ihr auch selber. Und vielleicht gibt es irgendwann wieder Lesemonate und dann gibt es genaueres dazu. Aber ja, wie gesagt, Philippe Géant
Betty Blue kann ich sehr empfehlen, zumindest den Film zu gucken. Das ist schon recht speziell. Spezielle Geschichte und ist auch schon ein bisschen älter und aber schaut gut. Also der ist sieht gut aus. Man sollte keine Phrasen benutzen, die eigentlich so Insider-Phrasen sind. Und hier ist sie ja schon. Wow, ich bin ein bisschen erstaunt. Das ist eine Erzählung. Ich könnte schwören, dass ich irgendwo gelesen habe, dass es ein Roman sei. Wie man sehen kann, auch sehr dünn. Der Mensch ist ein großer Fasan auf der Welt von Hertha Müller. Das sind auch mehrere oder die Erzählung ist in verschiedene Kapitel unterteilt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ja. Hertha Müller. Ich glaube, bis jetzt habe ich nichts gelesen, was mir nicht gefallen hat, außer irgendein Essayband. Der war eher so, geht so. Es ist so schön, ja, so viele dünne Bücher zu haben, denn ich habe auch noch den Dublin da und den von Doderer und das sind auch nochmal so Klopper und dann kann ich die zwischendurch schön einstreuen. Das war so meine Absicht dahinter. Das hätte ich schon gern gemacht. Mit hier meinem Großprojekt, wo ich gerade mit dem Schuber habe. Das ist viel und ich habe sehr lange daran gesessen und ja. Ein etwas dickeres Buch im Vergleich zu den anderen. Oh ja, das wollte ich schon ewig haben. Der Autor ist natürlich kontrovers, das weiß man ja. Hier hatte ich, glaube ich, auch keine Ahnung von der Ausgabe. Finde ich ein bisschen plakativ. Von Celine, Reise ans Ende der Nacht. Hätte ich gerne im Original gelesen, aber mein Französisch ist nicht gut genug. Ich merke, wie sich das hier so ein bisschen tarnt, im wahrsten Sinne des Wortes mit meinem Oberteil. Und wie gesagt, ich wollte schon immer Celine lesen. Allein aus Bildungsgründen, aus Interesse. Aber als ich irgendwann mal Ben gelesen habe, vor auch schon geraumer Zeit, wurde mir das Ganze noch schmackhafter gemacht. Allerdings war es hier auch immer eine Frage der Verfügbarkeit. Und dementsprechend bin ich jetzt froh, dass ich endlich, ja, dass ich es endlich lesen kann. Und es ist etwas dicker, das ist gut. Über 500 Seiten. René oder René Schickele, Das gelbe Haus, Erzählung. Und ich glaube, dass ich das bestellt habe, weil ich nur an einer bestimmten Erzählung interessiert war. Ich habe gerade eine Signatur gelesen, beziehungsweise wahrscheinlich den Besitzer, deshalb war ich kurz irritiert. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie ich darauf gestoßen bin. Bin, weshalb. Ah, Thomas Mann mag ihn, dann mag ich ihn vielleicht nicht. Jedenfalls, ich weiß nicht, wer mir ja das Buch empfohlen hat, beziehungsweise eine einzelne Erzählung erwähnt hat oder das ganze Buch, also von den Sachen, die ich gelesen habe, höchstwahrscheinlich. Ich kenne den Autor auch nicht, und dementsprechend bin ich sehr gespannt und vor allen Dingen gespannt darauf, weshalb ich es eigentlich gekauft habe. Vielleicht sollte ich mir solche Sachen, irgendwie vermerken, aber das ist, glaube ich, eine Sisyphos-Aufgabe. Und schon fällt der Stapel um, obwohl es eigentlich gar nicht so viele Bücher sind, aber sie sind so klein und schmal und flutschig. Oh, ein dickeres Buch. Ein dickeres Hardcover-Buch. Cool. Es hat nicht mal einen Titel oder irgendwas, vielleicht hinter dem Aufkleber. Nope. Ich bin gespannt. Oh, die Farbkombination sieht auch noch viel greller aus. Also jedenfalls gerade bei mir hier auf dem Bildschirm. Ach, Ina, sei dir das Wunschkind. Und es ist in Altdeutsch geschrieben. Juhu. Oh, das ist vielleicht ganz schön alt. Das finde ich ja schon wieder gut. Also ich habe erst eben ein Buch gelesen, was in altdeutscher Schrift war und das war ein bisschen zäh. 1930, also gar nicht so alt. Ja, jedenfalls Ina Seidel. Das Wunschkind hatte ich ganz lang auf meiner WeBuy-Wunschliste und dann habe ich irgendwann die Zusammenfassung gelesen und dachte, was ist denn das für ein ekliger, trivialer Scheiß? Wie kommt das dahin? Was hat das für eine Berechtigung? Warum wollte ich das haben? Das passt doch gar nicht zu mir. Und es riecht sehr nach altem Buch. Sehr. Der gute Herr Klemperer hat in seinen Tagebüchern eben von diesem Buch gesprochen. Und zwar hatte er die gleiche Idee, die ich hatte, dass es sich um Trivialliteratur handelt. Und ja, er wurde eines Besseren belehrt und das hat irgendwie getäuscht. Und ja, und darin kam dann auch ein Zitat vor, das klang ganz gut. Und deshalb dachte ich, wenn der Herr Klemperer das lesenswert findet, dann bestelle ich es vielleicht doch. Also ich bin froh, dass ich es nicht von der Liste gekickt habe, weil ich dachte, was soll das hier? Ich wollte halt noch herausfinden, warum es da ist, irgendwann, früher oder später. Und das ist auch schwer. Und ich habe keine Ahnung, wo ich die ganzen Bücher eigentlich hinstellen soll, aber das ist nicht euer Problem. Willi Lindwehr, ich weiß es nicht genau, Anne Frank, die letzten 7 Monate Augenzeuginnen berichten. Ich habe ja neulich das Tagebuch der Anne Frank nochmal wieder gelesen, weil ich es das letzte Mal in der Kindheit las und Kindheitserinnerungen, bla bla bla. Und ich wollte mir einen Eindruck machen, wie es aus heutiger Sicht ist. Und ich wusste nicht, dass es so ein Buch gibt, bin dann bei der Recherche zu dem Tagebuch darüber gestolpert.
und war natürlich wahnsinnig interessiert. Denn tatsächlich, als Anne und ihre Familie dann deportiert worden sind ins Konzentrationslager, ist ihr Tagebuch natürlich abgebrochen und man weiß nicht mehr so viel und mehr, nur sehr vages, was dann eigentlich mit ihr passiert ist und dem Rest ihrer Familie, abgesehen natürlich vom Vater, der ja überlebt hat. Und wie gesagt, hier handelt es sich um Augenzeugen bzw. Augenzeuginnenberichte. Ich glaube, sie war noch mit ihrer älteren Schwester Margot zusammen damals. Und ja, ich bin gespannt, was man da noch so erfährt, was mir bisher unbekannt war. War natürlich so, und es landet aus dem Impuls heraus auf der Liste Buch. Aber das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. Und ich glaube, es interessiert mich immer noch, wie mich die ganze Thematik generell immer interessiert. Sonst würde ich nicht irgendwie gefühlt 80% sowas, also ich will das nicht bagatellisieren, lesen. Stand auch schon ewig lang auf der Wunschliste und auf der imaginären Ich-muss-es-lesen-Liste von Wolfgang Borcher, Draußen vor der Tür. Ein ziemlich bekanntes Stück, wenn nicht sogar sein bekanntestes Stück und wow, ist das flimsy. Ich hasse diesen schrecklichen Satz, wenn es so bis zum Rand geht. Auch schon etwas älter und etwas, ja, ich glaube, stand nur rum, sonst wäre es schon zerfallen, weil es wirklich sehr, wie gesagt, sehr flimsy ist. Fadenscheinig ist, glaube ich, ein gutes deutsches Wort. Benutzen wir doch das, beziehungsweise ich. 56. Naja, alt genug, um so auszusehen. Also manche Bücher bei mir sehen schon nach 10 Jahren oder so ähnlich aus. Gespannt drauf ist so ein Must-Read für mich. Kanon-Ding. Also der eigene Kanon in meinem Kopf drin. Der, ne? Es gibt ja so viele Kanones und es gibt nicht den Kanon. Und ich weiß, Leute diskutieren immer wieder gerne darüber, aber ja, mein persönlicher Kanon von Dingen, die ich glaube, gelesen haben zu müssen aus Interesse und oder Bildungslücken füllen Gründen. Ich weiß nicht, ob das Deutsch war, ich weiß nicht, ob man verstanden hat, worauf ich hinaus wollte, aber ja, Punkt. Auch darauf bin ich sehr gespannt. Von Ursula Pries, Sturz durch alle Spiegel, war mir auch bis vor kurzem unbekannt, dass dieses Buch existiert. Ursula Pries ist die Tochter Max Frischs und dementsprechend hat sie einiges zu berichten, was die Beziehung Frisch-Bachmann angeht. Und auch, ich glaube, in Bezug auf das Ende Bachmanns, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber jedenfalls finde ich das immer ziemlich interessant. Also es gibt natürlich einerseits die Briefwechsel der beiden oder andere Fachliteratur zu dieser Beziehung, die, naja, fragwürdig war, sage ich jetzt mal, nicht besonders gesund wahrscheinlich und nicht besonders nett. Und ich mag Max Frisch nicht aus gewissen Gründen, deshalb vielleicht auch. Jedenfalls finde ich es interessant, das aus der dritten Perspektive quasi erzählt zu bekommen, beziehungsweise die Beobachtung mitgeteilt zu bekommen. Weil das, glaube ich, ein bisschen neutraler ist, wenn man so ein Stück beiseite steht und das betrachten kann. Ich glaube, sie war damals auch schon älter. Also sie war, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie noch ein Kind war oder schon älter, als die beiden da zusammen waren. Aber ja, jedenfalls sehr interessant. Leider, glaube ich, viel zu dünn. Also in diesem Fall tatsächlich. Ich will doch alles wissen. Ich will alles wissen. Ich bin voyeuristisch vielleicht. Und das letzte Buch. Ist vielleicht ein bisschen untypisch für mich, aber vielleicht könnt ihr euch schon denken, warum ich es bestellt habe. Ja, wegen des Titels und weil es billig war. Nabokovs Katze von Thomas Lehr. Ich weiß nicht mehr genau, was Nabokov mit dem Ganzen zu tun hat. Es ist aber, wie gesagt, untypisch für mich, eine Liebesgeschichte zwischen zwei Jugendlichen. Soll aber jetzt nicht so Young Adult, New Adult Kram sein, sondern es soll ja einen gewissen Anspruch haben. Also ohne Gewähr, das ist das, was ich gelesen habe. Also dass das irgendwie besonders sein soll. Insofern, also wie diese Beziehung zwischen den beiden ist. Und ja, das wird auch so was Leichtes, Lockeres für zwischendurch sein, auch wenn es, es hat auch 500 Seiten. Aber ich bin sehr gespannt. So, waren doch gar nicht so wenig Bücher. Aber ich bin froh, jetzt wieder welche zu haben. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie gesagt, wohin damit. Aber ja, ich hoffe, das Ganze war vielleicht für euch irgendwie interessant, was ich so demnächst lesen werde. Oder inspirierend. Also wahrscheinlicher ist, als dass ihr mal irgendwie regelmäßig wieder Lesemonate bekommt, dass ich auf Goodreads poste oder auf Instagram, wie ich das Buch so finde. Eigenwerbung mache ich eigentlich nie, aber wenn ihr mir da folgen wollt, erfahrt ihr wahrscheinlich eher, wie die Bücher so sind für mich aus meiner Sicht, als wenn ihr auf einen Lesemonat wartet. Was mir sehr leid tut, ich hatte gute Vorsätze und ja, egal, darum soll es in diesem Video gar nicht gehen, sondern ja, danke, dass ihr noch da seid, wenn ihr noch da seid und danke für eure Zeit und passt auf euch auf und ich hoffe, dass wir uns irgendwann demnächst vielleicht wiedersehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.